Die Türkei ist ein großes Land mit 80 Millionen Menschen. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt, dass neue Konflikte in der Region vermieden werden. Und deshalb habe ich ganz deutlich gesagt, dass wir möchten, dass die Türkei wirtschaftlich ihre Probleme überwindet, dass sie meistert. Ich werde im Oktober selbst in die Türkei fahren mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Wir werden über die bilaterale Zusammenarbeit sprechen. Die ist im beiderseitigen Interesse. Und wir wollen, dass die Türkei ein berechenbarer Partner bleibt. Jetzt wissen Sie ja, der Präsident Erdogan möchte nach Berlin kommen. Er wird sicherlich mit Erwartungen kommen. Was kann denn die Bundesregierung tun angesichts der sehr unterschiedlichen Meinungen darüber, was Demokratie heißt? Wir haben im Punkto Demokratie keinerlei Kompromisse, die wir anbieten können, weil die Türkei Mitglied der NATO ist und wir uns eine demokratische Türkei nach wie vor wünschen. Wir respektieren aber auch dieses große Land und vor allen Dingen die Notwendigkeit, dass die über 7000 deutschen Unternehmen in der Türkei auch ihre Geschäftstätigkeit entwickeln und entfalten können. Deshalb werde ich im Oktober ein deutsch-türkisches Wirtschaftsforum eröffnen, das seit vielen Jahren nicht getagt hat. Wir werden ganz konkrete Zusammenarbeit im Energiebereich, im Bereich des Wirtschaftsaustausches voranbringen. Das ist im Interesse beider Seiten. Und das wird auch, davon bin ich überzeugt, die demokratische Entwicklung in der Türkei langfristig stabilisieren helfen.